bist die Hoffnung, wo Leben verdorrt. Auf steinigem Grund wachse in mir. Der kämmende Same sei sich in der Ort, treibt Knospen und Blühe in mir. Und ein neuer Morgen bricht an dieser Erde auf in einem neuen Tag, Blühe in mir. Halte mich geborgen, fest in deiner starken Hand und segne mich und deine Erde. Ja, du bist die Güte, wo Liebe zerbricht, in kalter Zeit atme in mir. Sei zündender Funke, sei wärmendes Licht, sei Flamme und brenne in mir. Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde an in einem neuen Tag. Brenne in mir, halte mich geborgen, fest in deiner starken Hand und segne mich und deine Erde. Ja, du bist die Freude, wo Lachen erstickt, in dunkler Welt lebe in mir. Sei frohender Danke, sei tröstender Blick, sei Stimme und singe in mir. Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde an in einem neuen Tag. Brenne in mir, halte mich geborgen, fest in deiner starken Hand und segne mich und deine Erde. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ex audi. Höre. Höre mich. Höre mich heraus. Ein merkwürdiger Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Sind wir jetzt verlassen? Also auch von allen guten Geistern verlassen oder vorbereitet, gestärkt? Sind wir voller Zweifel wie die Jünger, was wohl werden wird? Oder hoffnungsvoll, was werden kann, weil wir wissen, was geworden ist? Voller Hoffnung beten wir, das lehrte uns der Sonntag Rogate, den wir letzte Woche feierten. Und so bitten wir dich, o komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. So wollen wir Gottesdienst feiern, zu Gott kommen, uns zu ihm hinwenden, auf ihn und sein Wort hören und mit seinem Geist im Herzen diese Welt verändern. Amen. Mich alle Morgen, erweckt mir selbst das Ohr. Gott hält sich nicht verborgen, führt mir den Tag empor, dass ich mit seinem Worte begrüßt das neue Licht. Schon an der Dämmerung Vater, ist er mir nah und spricht. Er spricht wie an dem Tage, da er die Welt erschuf. Da schweigen Angst und Klage, nichts gilt mehr als sein Ruf. Das Wort der ewigen Treue, die Gott uns Menschen schwört, erfahre ich aus Neue, so wie ein Jünger hört. Er will, dass ich mich füge,
ich gehe nicht zurück, hab nur in ihm Genüge, in seinem Wort mein Glück. Ich werde nicht zu Schanden, wenn ich noch ihn vernehm. Gott löst mich aus dem Banden, Gott macht mich ihm genehm. Er ist mir täglich nahe und spricht mich selbst gerecht. Was ich von ihm empfange, gibt sonst kein Herr dem Knecht. Wie wohl erziehe der Sklave, der Herr hält sich bereit, dass er ihn aus dem Schlafe zu seinem Dienst geleitet. Lasst uns beten mit Worten aus dem Psalm der Woche, dem Psalm 27. Halleluja! Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Halleluja, sei mir gnädig und erhöre mich. Halleluja. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Ewiger Gott, du regierst in Weisheit und in Güte. Höre uns, wenn wir zu dir rufen. Und lass uns dein Wort vernehmen, wenn du zu uns sprichst. Sende uns deinen Geist und lenke uns nach deinem Willen, dass wir dir mit aufrichtigem Herzen dienen. Das bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hören wir Samuels Berufung im ersten Buch Samuel im dritten Kapitel. Der junge Samuel wohnte bei Eli und diente dem Herrn. Zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr den Menschen durch Worte oder Visionen etwas mitteilte. Der alte Eli war inzwischen fast erblindet. Eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Auch Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im Heiligtum ganz in der Nähe der Bundeslade. Und die Lampe vor dem Allerheiligsten brannte noch. Da rief der Herr: Samuel, Samuel. Er aber antwortete: Siehe, hier bin ich. Und lief zu Eli und sprach: Siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach: Ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder hin und lege dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr aber rief abermals: Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach: Siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach: Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und leg dich schlafen. Samuel wusste nicht, dass es der Herr war, denn Gott hatte bisher noch nie direkt zu ihm gesprochen. Doch der Herr rief Samuel zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach: Siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Da erkannte Eli, dass der Herr mit Samuel reden wollte.
Und darum wies er ihn an, geh und leg dich wieder hin. Und wenn dich noch jemand ruft, so antworte, sprich, Herr, ich höre. Ich will tun, was du sagst. Also ging Samuel wieder zu Bett. Da trat der Herr zu ihm und rief ihn wie vorher. Samuel, Samuel. Und der Junge antwortete, sprich nur, ich höre, ich will tun, was du sagst. Lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Druck und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreuer den Herrn bekennen. O du, den unser Küster Regent und zugesagt, komm zu uns, werter Tröster, und mach uns unverzagt. Gib uns in dieser schlaffen und glaubensamen Zeit die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit. Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als je. Drum musst du zu uns rüsten mit Waffen aus der Höhe. Du musst uns Kraft verleihen, Geduld und Glaubenstreu, und musst uns ganz befreien von aller Menschenscheu. Du Heiliger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern. Mit deiner Kraft begleite das Zeugnis von dem Herrn. O, öffne du die Herzen der Welt und uns den Mund, dass wir in Freud und Schmerzen das Heil dir machen kund. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, hören. Hören wir noch hin? Wen hören wir heraus? Auf wen hören wir?
wer am lautesten schreit, wer unsere Interessen vertritt, wer am meisten Panik verbreitet, merken wir, wie wir benutzt werden, manipuliert? Hören wir auf die Wissenschaft? Hören wir auf die Politik? Hören wir auf die Wirtschaft? Auf die Ärzte? Hören wir auf die Kirche? Auf den Pfarrer? Hören wir noch auf die Bibel? Hören wir noch Gott? Auf wen hören wir noch? So häufig denke ich auf keinen mehr. So viele sind in meinen Augen nicht mehr vertrauenswürdig. Denke ich nur mal an die Politik. Auch die Ärzte höre ich nicht gerne, weil ich mich nicht ändern will und meine Verhaltensweisen, die mich krank machen, ich weiß es doch besser, was mir gut tut, denke ich. Auf viele andere höre ich nicht, weil ihre Meinungen mir gegen den Strich gehen, mich ärgern, mich vielleicht doch auch in meiner Freiheit tangieren, und das will ich nicht. Und vieles möchte ich erst gar nicht hören, weil das bedeuten wird, dass ich mich damit auseinandersetzen müsste, also kurz und präzis mich möglicherweise auch ändern müsste. Und das wäre ja das Einverständnis, dass ich zuvor falsch gelegen hätte. Also nein, ich irre mich doch nicht. Ich bin fehlerfrei. Allwissend. Da schrillen die Alarmglocken in mir. Irren ist menschlich. Wie schon die alten Philosophen sagten, errare humanum est, irren ist menschlich. Trotzdem bleibt die Frage, von wem lassen wir uns etwas sagen? Anders gefragt, gibt es überhaupt noch für uns eine höhere Autorität, etwas, was über uns steht? Oder sind wir auch in unserem Denken schon der Gott aller Dinge? Und können wir überhaupt noch etwas heraushören aus dem Stimmengewirr, aus den unterschiedlichen Meinungen dessen, was wir machen müssten, was wir machen sollten, wen wir unterstützen müssten, was jetzt am richtigsten wäre? Wo finden wir Maß und Richtung? Ich muss unwillkürlich an ein neueres Psalmlied denken, das ich im Vikariat in Köppelsdorf zur Bibelwoche kennengelernt habe. Soweit der Himmel ist und deine Wahrheit.
Wolken gehen. Hören. Der setzt voraus, dass man selber still ist. Dass man nicht dazwischen redet, nicht den anderen dauernd platt macht, nicht ausschließlich nur seine eigene Meinung vertritt, sondern dem anderen die Chance gibt, was zu sagen. Hören. Wirklich hören setzt voraus, dass man noch etwas wahrnehmen will und wahrnehmen kann. Nicht nur das, was mir passt, sondern auch die anderen Töne, die leisen und die Dinge, die mir vielleicht sogar ein Kreuz in den Weg legen, mich auf etwas anderes hinweisen, einen ganz anderen Weg führen. Was für eine Gesprächssituation ist das, in der der eine ständig nur papalapapalap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 
für Spiritualität, die mehr als das Irdische sucht, für die Erwartungen von einer ganz anderen Seite, für die ganz praktische Orientierung in meinem Leben, für eine Vision, für ein Bild von Zukunft, die es sein könnte. Rede, denn dein Knecht hört. Dreimal begegnet Gott Samuel. Dreimal muss er anklopfen, bevor er richtig reagiert. Dreimal liegt Samuel erst einmal falsch, braucht die Hilfe eines anderen, um den Ruf zu verstehen. Wie viel Mal ruft Gott uns? Wie häufig liegen wir falsch? Hören ihn nicht, können ihn im Wirrwarr der Stimmen, die uns umgeben, nicht zuordnen, können nicht zuordnen, was richtig, was falsch, was göttlich und menschlich ist. Wie häufig brauchen wir Hilfe? Jemanden, der uns hinweist auf Gottes Stimme, auf Gottes Geist, der zu uns spricht. Eine Gemeinschaft, die einander stärkt, die einander aufbaut, die den Geist Gottes spürt und ihm folgt, nach ihm lebt. Hören wir, wie Gottes Geist in unser Leben tritt, uns ruft, herausruft aus unserem bisherigen Leben, unserem Alltagszusammenhang, uns beruft, uns leitet, uns begleitet? Rede, denn dein Knecht hört. So endet die Geschichte mit Samuel, dem jungen Kerl, der nichtsahnend angesprochen wird, der mit allem gerechnet hat, nur nicht, dass Gott selbst zu ihm spricht. Dreimal irrt Samuel, in dem, wer ihn da aufweckt. Aber mit einem Mal ist er ein aufgewecktes Bürschchen, der den Ruf Gottes versteht, der sich berufen lässt, der ihn hört. Hören ist eben keine Einbahnstraße. Hören, das ist der Anfang eines Dialoges. Siehe, hier bin ich. Das ist der Erkenntnisweg, der bei Samuel eine Nacht dauerte und bei anderen ganze Jahre. Und es ist ein Erkenntnisgewinn. Gott spricht direkt zu mir. Gott will etwas von mir. Rede, denn dein Knecht hört, und mache mich zum Werkzeug deines Friedens. Amen. Dein festes Wort, gib uns allen deinen Geist. Du gehst nicht wieder von uns fort, gib uns allen deinen Geist. Bleibe bei uns alle Tage bis ans Ziel der Welt, gib uns allen deinen Geist. Gib das Leben, das den Glauben die Gemeinde hält, gib uns allen deinen Geist. Dein festes Wort, gib uns allen deinen Geist. Du gehst nicht wieder von uns fort, gib uns allen deinen Geist. Deinen Atem gabst du uns schon jetzt als Unterpfand, gib uns allen deinen Geist. Denn als Kinder deines Vaters sind wir anerkannt, gib uns allen deinen Geist. Du Herr, gab
uns dein festes Wort. Gib uns allen deinen Geist. Du gehst nicht wieder von uns fort. Gib uns allen deinen Geist. Nähr die Kirche deiner Glieder stets mit deiner Kraft. Gib uns allen deinen Geist. Stärk uns täglich immer wieder in der Jüngerschaft. Gib uns allen deinen Geist. Du, Herr, gabst uns dein festes Wort. Gib uns allen deinen Geist. Du gehst nicht wieder von uns fort. Gib uns allen deinen Geist. Von den Mächten dieser Weltzeit sind wir hart bedrängt. Gib uns allen deinen Geist. Doch im Glauben hast du uns schon Gottes Kraft geschenkt. Gib uns allen deinen Geist. Du, Herr, gabst uns dein festes Wort. Gib uns allen deinen Geist. Du gehst nicht wieder von uns fort. Gib uns allen deinen Geist. Immer wieder will ich singen, gib uns deinen Geist. Gib uns allen deinen Geist. Der die Herzen auf die Trägen mit der Freude speist. Gib uns allen deinen Geist. Du, Herr, gabst uns dein festes Wort. Gib uns allen deinen Geist. Du gehst nicht wieder von uns fort. Gib uns allen deinen Geist. Du, Herr, gabst uns dein festes Wort. Gib uns allen deinen Geist. Du gehst nicht wieder von uns fort. Gib uns allen deinen Geist. Lasst uns gemeinsam Fürbitte halten und mit Worten von Franz von Assisi beten. O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man mich hasst, dass ich verzeihe, wo man mich beleidigt, dass ich verbinde, da wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo Zweifel ist, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Ach Herr, lass du mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der wacht zum ewigen Leben. Amen. So beten wir gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, das war jetzt vorerst der letzte Online-Gottesdienst, den wir miteinander gefeiert haben. Pfingsten steht vor der Tür und wir können zu Pfingsten wieder Gottesdienst in unseren Kirchen feiern. Das wollen wir tun, dazu laden wir Sie ganz herzlich ein. Und nun empfangt den Segen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich
und er gebe dir seinen Frieden. Amen. Aus Glauben getauft in sein Licht, die Wahrheit schafft Worte, gibt der Welt ein Gesicht. Offen für alle, die den Weg mit uns gehen und schon in der Zeit Gottes Ewigkeit sehen. Leben aus Liebe, die erkennt, wie es ist, die tröstet und trägt, weil sie Werke nicht misst. Frei für den anderen, geschaffen wie er. Gemeinsam gelingt, was für einen zu schwer. Leben aus Hoffnung, dass nichts bleibt, wie es ist. Das Beste noch kommt, weil Gott keinen vergisst. Frei für das Fremde, bei Gott dein Zuhause. Im Segen gehen wir in die Schöpfung hinaus. Das war der Gottesdienst zum Sonntag ex Audi. Höre mich, ich höre. Wenn der Gottesdienst Ihnen gefallen hat, leiten Sie ihn gerne weiter. Gerne nehmen wir auch Spenden und Ihr Kirchgeld entgegen. Informationen dazu und zu den Gemeinden Tiefenort und Langenfeld finden Sie unter kitty.de.